Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Wir haben im letzten Part eine Bathöhle gefunden, also nicht gefunden, er hat uns ja im Prinzip gesagt, dass da deine ist. Und ja, jetzt wollen wir durch diese Tür gehen, allerdings ohne die Leertaste und dann mit A. Gucken, wo wir jetzt landen. Arkham Nord, kehre durch das Sitzungssystem an die Oberfläche zurück, haben wir geschafft. Oben sind Bewaffnete. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Glaubst du, ja? Oh, cool. Tonband. Aufgezeichnetes Patienten. Über einen Joker. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychokarakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse anziehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi! Hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown! Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Interessant. Aber ich mag also den Clown. Du wirst erstmal abgeschmörkst hier. So, und dich würde ich am liebsten damit erwischen, aber du bist zu weit weg. Probier mal was. So. So, test mir mal was. Ganz geklappt. Wie ich eigentlich wollte, aber ist auch in Ordnung. Ah ja, mach du Mann. Und zack. Auf Scharfschützen habe ich echt keinen Bock. Nicht, dass sie auf dumme Ideen kommen. Oh, die falsche Taste. Ja, also, geht doch. Hier ist nichts. Das kann ich auch nicht deaktivieren. Wo müssen wir eigentlich genau hin? Wir müssen. Okay. East. Also eigentlich. Schon auch East. Klar. Okay, sehen wir noch gerade was Besonderes? Nein, alles klar. Aber das Nötigste gemacht. Zack, öffnen. Open the door, please. Ah, okay. Ah, ist auch nicht fest genug. Wow. Oh, ich hätte gerade werfen können. Nein. Verdammt. Ich hätte zu gern geworfen. Zack. Ach stimmt, das ist ja hier so einer. Jawoll. Er ist so cool. Ah, der verteidigt sich schön. Und warum? Du lebst immer noch, Mensch. Okay, das war's. Variationsbonus haben wir auch bekommen. Okay. Kann man die leider. Oh, tatsächlich. Aber ich glaube, das bringt mir nichts, oder leben die noch? Ach, sieht nicht danach aus. Die Seite kann man drauf, auf der anderen Seite nicht. Schade.
Wieder bewaffnete Scharfschützen. Okay. Ersten kriegen wir leicht hin. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist hier. Ach Quatsch. Ich habe zwei Männer auf den Wachtürmen, die dir Deckung geben können. Aber sei vorsichtig. Sie schießen sofort. Ihnen juckt es ja geradezu in den Fingern. Und du weißt ja, es kommt schnell mal zu Unfällen. Na klar. Warum stammst du da? Batman, was soll denn das? Ach, egal. Nur mal den langen Weg. An alle verfügbaren Psychos, Killer, Verstümmelte und Mörder, die sich noch nicht in der alten Villa befinden, beeilt euch gefälligst, ihr Idioten, bevor ich euch selbst an die Fledermaus verfüttere. Ich hab grad nur aktiv, damit ihr besser die Trophäen sehen oder gerade zwischen die Turmbänder. Hoffentlich wäre das mein Joker. Jawoll. Ist aber sehr nett von dem Joker. Ist einfach einer der coolsten Bösewichte überhaupt irgendwie. Machen wir das jetzt hier. Jumpen wir erstmal runter. Leider verstorben. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Also bitte denkt an euch gut, um all unsere Geiseln zu kümmern. Oder wenn sie uns nicht. Aua! Aber eine Beule hier. Oder eine Schnittwunde da. Können nichts schaden. Gerade so schön gucken, ob da mal irgendwie reinkommt. Ich war ganz schön erschreckt. Mal gucken, ob der andere jetzt wieder so dumm ist. Ja, das fällt ihm nicht auf. Ist dadurch kurz, es wäre ihm aufgefallen, aber. Ist schon ein bisschen beschränkt, oder? So, aber was habe ich erwartet von solchen Pappenheimern von wie denen? So. Oben was. Joker hier. Jetzt, wo ich die Kontrolle habe, würde ich gerne eure Meinungen zu diesem Ort hören. Ich bin besonders stolz auf das Dekor. Und ich hoffe, es hilft euch allen dabei, produktiver zu werden. Was die Gestaltung der Übernahme. Gucken wir erstmal da oben, ob da noch was ist. Dass der Riddler dort was versteckelt hat. Aber da kommt er nicht hoch. Jetzt mal nichts in der Nähe. Dann gehen wir doch mal in die Villa. So. Zack. Drin? Das war ja einfach. Ding Dong! Anstaltsleiter Joker würde gerne mitteilen, dass ab heute Abend. Okay. Einer ist bewaffnet. Ich habe einen Cousin in Metropolis, der ein paar Schwergewichte für seine Sicherheitsfirma braucht. Du weißt schon, an die Tür klopfen, Geld eintreiben. Ein paar Beine brechen, wenn sie nicht zahlen. Macht Spaß. In den Ober... Ja, genau, den. Das Wort einlegen. Gut, ich bin dabei. War ja logisch, dass wir den als erstes nehmen. Aua, das war unfair. Das war praktisch. Und Katz. Oh, Alter, das tut doch so weh, oder? Oh. Das Haupttor wären wir schon mal nicht gekommen, aber es war eigentlich abzusehen. Man war da eh nicht mehr im Plan. Ah, hätten wir uns aber durchleichen können. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Das geht wieder aggressiv. Ja, mach doch Krach, Batman. Oh. Okay. Ha, ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Oh, Entschuldigung. Aber es musste mal ganz dringend gesagt werden. So. Machen wir das, damit wir dann das freischalten, oder machen wir mal unseren Batarang stärker. Zwei Zielgleise auszuschalten, keine Waffen über vorrühmlich.
Also noch. So, ja, das ist alles. Ich denke, das ist ganz cool. Zwei Ziele gleichzeitig ausschalten. Machen wir das mal. Zack. Oh, wir hätten vielleicht sogar hier drüber klettern können. Oben ist nix. Bin ich enttäuscht. Warum? Ja, mal durchs Haupttor. Ich meine, was soll denn schon schief gehen? Das blockiert das zum Beispiel. Wo müssen wir dann lang? War doch nichts, oder habe ich mich jetzt übersehen hier? Ah, okay. Doch was übersehen. Erinnert mich aber so ein bisschen an Tomb Raider. Zack. Was jetzt cooler gewesen wäre, wenn jetzt nur so eine Ritter-Trophäe hier gewesen. Wirklich nichts Besonderes, wie es aussieht. Richtig cool. Hopp. Ja. Nicht so. Ach, gedrückt halten, okay. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst. Von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Interessiert, ob der Geist von Arkham vielleicht sogar in Anführungszeichen jemand ist, den wir nicht mit gerechnet haben, wie zum Beispiel eine Persönlichkeit Jokers oder einer der Jokers. Ich habe einen kleinen Update für euch alle. Zuerst die gute Nachricht. Wir haben Dr. Young. Die schlechte ist, sie redet nicht. Sie hat irgendwo in der Villa ein Dokument versteckt. Ich möchte, dass es gefunden wird. Ich habe einen Plan. Oder sind es sechs? The fuck? Aber durchsucht in der Zwischenzeit jeden Winkel. Wer das Dokument findet, bekommt einen Preis. Kriege ich auch den Preis, wenn ich es finde? Joker will, dass die Aufzeichnungen gefunden werden. Sucht überall. Preis, hä? Der letzte Preis, den er verteilte, kostete meinen Kumpel seine Beine. Joker hat sich stundenlang totgelacht. Es könnte überall sein. Das ist blöd. Also dranhängen und dann schießen? Nee, ne? Maul, such einfach weiter! Ah, vielleicht deswegen auch nicht. Hört nicht auf, such weiter! Ist kann aufgefallen, ja wunderbar. Joker will es, wir finden es. Es gibt keine Entschuldigung. Ja, mach, such dir mal ein bisschen. Passt schon. Es ist nicht hier! Behauptest du jetzt einfach mal, was ist, wenn es doch hier ist? Ja, hoch. Wo ist es? Lalala. Fuck. Ich bin auch einfach alle ausschalten, aber wenn ich mich durchschleichen kann, warum denn nicht? Was? B drücken. Wow. Das war alles. Guck nochmal. Ja, toll. Da kommen wir noch nicht durch. Können wir noch einfach hochklettern, aber es wäre anscheinend zu leicht. Ah, vielleicht müssen wir doch alle umbringen. Oder geht hier weiter. Sieht doch gut aus. Das haben wir jetzt schon verstanden, dass es nicht hier ist. Vielleicht irgendwas? Nee. Okay. Ah, jetzt müssen wir doch fighten. Naja, was soll's. Hast du gut erkannt. Ich
Jawohl, wir haben jemanden geschmissen. Seid stolz auf mich. Hopp, werf doch hier. Ja, hopp. Ach Gott, er hat es mal geschafft, jemanden zu nehmen. Du schlägst wie ein alter Aua. Mann. Deine Mutter schlägt wie ein alter Mann. Jawohl, und du warst der Letzte anscheinend. Zack. Noch fair gewesen. Hm. Anfänger. Ja, hier wohl haufenweise Dokumente sind, sucht wieder keiner. Oh, nicht schon wieder ein Bewaffneter. Die Bewaffneten sind am schlimmsten, weil wir haben einfach keine gute Panzerung haben. Wie Batman aus Batman vs. Superman zum Beispiel. Erstmal hoch. Zack. Könnten wir ein bisschen Krach machen. Auch warum nicht? Batarang. Ah, kann man extra. Ups, kann man extra auswählen. Wo haben Sie sie hingebracht? Keine Ahnung. Wohin? Oh. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Okay. Vielleicht muss es was kosten. Vielleicht, man sagt, er hat jemanden geholt, der sich um ihn kümmert. Ich hätte ihn zum Reden gebracht. Wäre lustig geworden. So, jetzt sollte er keine Waffen mehr haben. Perfekt. Du bleibst hier. Zack. Ja, perfekt. Alter, das tut doch immer noch so höllisch weh. Danach sah das auch aus. Aber hier haben wir auf jeden Fall, im Gegensatz zu bei Batman vs. Superman, noch diesen... Die töten nichts. Oh, cool. Alter. Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Geschichte ist so wichtig. Ein traumatisches Ereignis hier, ein Mord da. Genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Das hört man, weil du schreist mich gerade richtig an. Clown. Lass uns das beenden. Ja, genau. So ist der Plan. Und ausweichen, jawohl. Ach, verdammt. So, damit hast du nicht gerechnet, was? Aua! Und... Oho. Was ist mit den anderen Gästen? Sie werden einfach sterben, wenn du nicht auftauchst und sie rettest. Oh, dann ist eine Geschenkbox. Sehr cool. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur noch einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Geiseln retten. Richtig? Denk. Okay. Gucken wir uns mal hier ein bisschen uns um. Da haben wir noch ein paar Gänge gehabt. Erstmal das Ding vernichten. Oh, da unten sind ein paar Geiseln. Da kommen wir nicht durch. Wie frustrierend. Du hast gedacht, das würde leicht werden, oder? Hast du heute Nacht nichts gelernt? Ja, ich wollte das auch nicht durch. In 2 Minuten wird sich der Saal mit Lachgas füllen. Das Publikum wird in Ekstase geraten.
2 Minuten. Oh, das ist sehr gute Zeit, dass wir uns das mit Trophäe hier holen. Was? Wir müssen so Prioritäten setzen. Nur dafür, dass wir das runterholen, aber es geht nicht so leicht. Noch 1:30. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und... Nur ein Scherz. Wäre doch langweilig, Joker. So, das wird anscheinend wieder ein bisschen längerer Part. Ah. Bringt uns hier nicht so viel, oder? Oder doch? Ah, wir kommen ein bisschen höher. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ein bisschen höher. Jawohl. Durch. Hier, hier sind wir Ritter drauf. Ne, sieht gut aus. Für Sie beginnen jetzt die letzten 60 Sekunden, in denen Sie sich ans Atmen erinnern. Tick-Tack, Tick-Tack. Okay, hier ist auch noch was. Ach, hinne, Batman. Schneller, 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 schneller. Da wirst du hoffentlich nur... Jawohl, eine Ritter-Trophäe. So, kann ich jetzt was machen, oder? Ah, am besten machen wir es so. Panik war so umsonst. Danke, Batman. Sind Sie alle weg? Ja, Sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen. Als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. It happens. Ich finde cool, wie die Joker-Karten hier rumliegen. Okay, und jetzt? Ist noch nicht gespeichert worden. Das heißt, ihr habt Glück und wir spielen noch ein paar Sekunden länger. Jetzt habe ich nichts gelesen. Was müssen wir machen? Okay, keine Ahnung. Laufen wir einfach mal hier lang. Schien ja nichts mehr gewesen zu sein. Großartig. Ist der Weg offen? Nee. Der Weg ist und hier ist wahrscheinlich auch kein Weg, oder? Offener. Ganz oben war wahrscheinlich auch nichts. War auch nicht durch. Das Ding backt da halt gerade rum. Dann will er nach Dr. Youngs Notizen. Jetzt sind wir doch gerade da. Hier ist auch nix. Okay. Dampfen wir nochmal runter. Mal ganz runter. Einfach nur zur Sicherheit. Do not open before April 1st. Love Joker. Okay, nice. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Dann gehen wir jetzt wirklich mal hoch. Betreten nochmal den vorigen Raum. Wo da jetzt was machen können. Dort was aufgegangen ist. Ich speichere es dann auch mal kurz. Jawohl, hat gespeichert. Ah, vielleicht hinten durch. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, bis dorthin. Tschüdelü.